Hallo zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich schon drei Stück, vier Stück gemacht. Nochmal so ein kurzes, so eine, ja, wie so eine Eingebung, die mir gekommen ist. Da wollte ich schon lange mal ein Video machen. Und zwar über die Schule des Lebens. Ja, so ist mir aufgefallen, dass bei manchen so Facebook-Profilen oder anderen Profilen in diesen Social Media Ecken immer steht, welche Schule hast du besucht? Der Schule des Lebens. Nun, wir sind alle im Leben. Jeder Mensch, jeder Tier, jedes Wesen, jeder Baum ist im Leben. Und so ist jeder in dieser Schule des Lebens. Aber gehen wir mal so in die Schule, weil da steht Schule des Lebens. Was ist denn Schule heutzutage? Schule ist heutzutage Zwang. Du musst mit da und da in die Schule. Es gibt Schulpflicht. Schulpflicht ist niemals gut. Denn Kinder wollen ja freiwillig lernen. Und für manche Menschen ist es zum Beispiel so wie eine Pflicht zu leben, wie sie jetzt leben, zu funktionieren. Vielleicht ist es eher die Schule der Funktionen. Schule des Lebens, ja, ist auch wieder, wie vieles im Internet leicht gesagt, aber die Lebensschulung, die führt nicht nur durch das Schöne, sondern meist durch den Schlamm, durch den Matsch, durch tiefe Täler und tiefe Löcher hindurch. Da ist die Schule noch harmlos dagegen, aber die Schule im Unterschied zum Leben selbst ist zwanghaft. Man orientiert sich am intellektuellen Wissen und manche Menschen haben die Schule des Lebens auch nur auf der materiellen Ebene. Wie frei ist man wirklich, wenn man solche Dinge schreibt? Ja, ich nehme mich da nicht aus. Ich gucke auch immer, was ich nicht so optimal gestalte, mache. Es ist immer wichtig, dass man offen bleibt und sich selber immer wieder mal überprüft. Und heutzutage in der Schule, wie viele Kinder wollen noch wirklich gerne in die Schule gehen? Durch diesen Zwang, wo man irgendwelche Parabeln ausrechnen muss, wo man wissen muss, wo Afrika ist, aber nicht mal weiß, wie gehe ich mit meinem Nachbarkind um. Ein bisschen fernab manchmal vom Leben. Und da muss man rein. In das Leben selber wollte man rein. So sagt man zumindest. Man hat sich inkarniert auf die Erde. Das hat schon mal sehr viel Mut erfordert, um zu lernen. Und wer geht wirklich gerne in die Schule des Lebens? Muss man sich fragen. Einmal ist es sehr mühsame, schweißtreibende und tränenreiche Arbeit im Leben. Da gibt es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern meistens Dinge, die nicht gut laufen. Geht man wirklich gerne in die Schule des Lebens? Ist man auch nach diesen ganzen Ereignissen in seinem Leben noch offen? Oder ist man von dem, was man gelernt hat, in der Schule des Lebens geprägt? Ist man frei oder hat sich auch nur andere Glaubensmuster angeeignet? Das Leben ist schön, das Leben ist gut, das Leben bringt mir alles, was ich brauche. Oder ist man immer wieder in die Neutralität und lässt das Leben so kommen, wie es kommen mag? Oder versucht man auch hier wieder krampfhaft, in gewisse Richtungen einzutauchen? Das ist immer die Frage, Schule, wenn man es heutzutage diesen Begriff nutzt, dann ist nicht so positiv die Schule. Noten, man wird bewertet und in der Schule des Lebens wird man im Grunde nicht bewertet.
Trotzdem teilen auch diese Schüler der Schule des Lebens das Leben ein. Das ist gut, das ist nicht so gut. Und die Schule des Lebens, des richtigen Lebens, ist hart. Die zeigen nämlich nicht irgendwelche materiellen Dinge auf, die man gar nicht braucht, sondern die zeigen einem knallhart, die Lehrer in der Schule des Lebens zeigen knallhart die Dinge, die nicht in Ordnung sind, auf, ohne mit der Wimper zu zucken. Knallhart. Geht man gerne in die Schule des Lebens, dass man immer wieder durch den Scheiß hindurch muss, bis man es verstanden hat, dass man so begeistert ist, ich bin in der Schule des Lebens. Die Seele hat sich das rausgesucht, die wollte das so, die freut sich vielleicht innerlich. Aber das Ego freut sich eben nicht in der Schule des Lebens, weil das Ego auseinanderklamüstert wird, wenn man in dieser Lebensschule ist. Das heißt, man muss sich aussuchen, ob man das wirklich wollte oder noch will. Also Schule des Lebens, ja, muss ich durch, aber manchmal hätte man es schon gerne anders, nicht in der Schule des Lebens zu sein, sondern in der normalen Schule, wo man so ein bisschen doch diese Kontrolle hat. Und in der Schule des Lebens gibt es keinen Plan für den Menschen, sondern es kommt, wie das Universum oder die Seele das so bestimmt. Und das ist eben nicht immer angenehm. Und hier könnte man immer wieder schauen, ist es doch noch diese angenehme Schule des Lebens, so wie es sich immer anhört, oder ist es einfach etwas, wo man nicht so viel drüber nachgedacht hat. Hört sich cool an, ja. Wollte ich auch schreiben, aber irgendwie habe ich mir gedacht, es schreiben so viele. Passe ich mich auch nur an. Ja, das Leben ist nicht wirklich immer so angenehm. Aber es ist gut. Denn dadurch lernt man. In der Schule lernt man auch, aber das ist so ein Zwang, der ist so aufgepfropft. Man ist so innerlich manchmal wie abgestumpft im Leben. Man funktioniert, man geht halt hin, man macht halt sein Ding. Schaut halt, dass man so ein bisschen gute Noten hat. Aber da ist nicht wirklich Freude dahinter. Und in der Schule des Lebens ist da auch nicht immer Freude dahinter, sondern Mühe, Anstrengung, Tränen und Schweiß und Krisen und Abstürze, und da muss man sich immer wieder aufrappeln und bemühen. Ist schon effektiv, aber es ist eben nicht wirklich in der Regel angenehm. Man weiß aber, das ist der Vorteil, für was man das tut. Und wie gesagt, ich möchte nicht mit der Schule des Lebens angeben, weil es ist hart. Und man muss das wirklich wollen, dass man an seinen Themen arbeitet und diese wirklich bis aufs Letzte, bis aufs i-Tüpfelchen versucht, in diesem Leben, im nächsten, im übernächsten, in tausend Leben, versucht zu bearbeiten und auszumerzen. Und das ist wie im Garten das Unkraut, das kommt immer wieder nach und dann schneidet man wieder ab und dann kommt es wieder nach und dann ruft man die Wurzeln raus und dann sind immer noch Wurzeln drin. Ja, da freut man sich auch nicht als Gärtner oder als Mensch, der einen Garten hat, immer drüber. Ja, super Schule des Lebens, ich mache da schön Unkraut immer raus. Kommt halt immer wieder, aber egal. Und die Wurzeln kriegt man auch nicht komplett raus. Naja, dann mache ich halt wieder, es macht ja Spaß. Nee, man hätte manchmal Lust, sich um was anderes zu kümmern. Um die Blumenpracht. Aber dann sieht man wieder unten diesen Scheiß an Unkraut oder Beikraut, wie es jetzt heißt. Das gehört da für mich nicht hin. Wir nennen es im Yoga Karma. Dann kommt es immer wieder auf mich zu, eben um mich zum Lernen zu bewegen. Und das ist gar nicht immer schön. Aber es lohnt sich natürlich. Und zum Schluss wird irgendwann alles gut. Aber es kommt halt immer wieder wie ein tiefes Loch, wo man reinfällt, ob man will oder nicht.
Das ist die Schule des Lebens. In der richtigen weltlichen Schule, da hat man zu funktionieren, was Kindern ja nicht passt. Die Kinder wollen eben in die Schule des Lebens. Sie wollen auch mal hinfallen, Aua machen, sich vielleicht eine runterhauen, warum auch immer. Und lernen das, was sie mögen, das, was Freude bringt und das, was für das wahre Leben wichtig ist. Und die Schule des Lebens führt eben nicht über den Intellekt, über irgendwelche gedanklichen Konstrukte, sondern über das, was man mit allen Sinnen, allen Zellen, mit allem, was man hat, fühlt und spürt und eben auch sich freut, aber auch sehr viel leidet. Die Schule des Lebens. Das erfordert wirklich harte Arbeit und vor allen Dingen Mut. Und den verliert man oft in der Welt. Und da muss man wieder schauen, dass man wieder Mut erzeugt und Vertrauen und Stärke, dass man diese Schule des Lebens meistert. Und das hört sich zwar immer, wie gesagt, so cool an, Schule des Lebens, aber das Ego würde da nicht freiwillig reingehen. Kann man vergessen. Die Seele, ja, die hat sie inkarniert, aber in der Schule des Lebens habe ich keine Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle, was ich lernen tue, was ich lernen muss, was ich lernen soll, was auf mich zukommt. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann an mir arbeiten, um gewappnet zu sein für die Aufgaben. Mehr kann ich nicht tun. In der Schule weiß ich, morgen schreiben wir eine Probe, da könnte ich lernen. Speziell für das. Morgen, nächste Woche machen wir Malaufgaben. Nächste Woche lernen wir die Städte der Türkei zum Beispiel. Was gibt es da für Städte? Da kann man sich vorbereiten. Aber im Leben kann man sich nicht vorbereiten. Ist unmöglich. Gewisse Dinge kann man planen, manche funktionieren, aber die meisten funktionieren eben nicht. Und in der Schule des Lebens ist so das Einzige, was man tun kann, sich selber zu stärken, kennenzulernen, um dann entsprechend auf die Herausforderungen zu reagieren. Das ist ein völlig anderes Lernen. So wie Kinder Fahrrad fahren, das kann gut gehen, aber meistens hauen sie sich hin. Und sie können eben nur robben, kriechen, krabbeln, auf einem Bein stehen, Fußball spielen, Purzelbäume machen, um sich so auf das Fahrradfahren vorzubereiten. Und dann geht es wieder von neuem dann. So, jetzt hast du ein Fahrrad, jetzt lauf mal los. So, dämmel mal nein. Und dann geht's pupp. Und die Eltern können nichts kontrollieren, weil das Kind so schnell weg ist. Man versucht es vielleicht noch festzuhalten, aber irgendwann ist es so schnell, da kommt man nicht hinterher. Und dann kann man es nicht mehr kontrollieren. Das ist die Schule des Lebens. Und dann kann es passieren, dass das Kind fährt. Gut. Aber es kann sein, dass es hinfällt. Dann ist die Frage, wie fällt es hin? Kann man nicht kontrollieren. Du fällst jetzt genau so, dass du dir nicht den Arm brichst. Kann man vergessen? Auch in der Fahrschule, man lernt Autofahren und dann kann man Autofahren. Sonst kriegt man ja keinen Führerschein. Aber dann passiert vielleicht trotzdem irgendwann, man weiß das ja nicht. Man kann es nicht absehen. Und das Kind fährt los, kann natürlich sich so hinhauen, dass sich schwer verletzt mit Nebenwirkungen. Und das ist die Schule des Lebens, wo man nie weiß, was kommt, wo man alles nehmen muss, wie es kommt. Und wir können nur vorbereitend an uns arbeiten, um diese Situationen meistern zu können. Nun, das war's mal wieder. Ein kurzes Video über die Schule des Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne wieder bis bald. Und freue mich auf eure Kommentare. Und eure Abos sind schon ganz schön viele. Und vielen Dank für alle, die meinen Kanal abonniert haben. Und bis bald.